Hallo ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt die Feiertage alle prima überstanden, so wie ich, und seid heil geblieben von der ganzen Knallerei und Böllerei. Und ich möchte natürlich euch auch gleich als erstes alles Gute für das neue Jahr 2017 wünschen, dass euch viele Kaninchen erfreuen werden und ihr ja, positive Erfahrungen sammeln könnt. Das wünsche ich euch. Ich bin jetzt leider die letzte Zeit gar nicht dazu gekommen, irgendetwas zu filmen. Und deswegen dachte ich mir jetzt gleich, muss ich das jetzt mal nachholen, denn viele von euch warten bestimmt auf die Auswertung des Gewinnspieles. Die gute Nachricht ist, ich habe jetzt alle Briefe ausgewertet. Also ich habe alles mir nochmal angeguckt, halbwegs durchgelesen, aufgelistet, denn es geht ja darum, die 20 besten Zuschriften inklusive Pakete herauszufinden. Denn ich möchte einfach, dass die sich am meisten Mühe geben, die Chance haben auf einen Gewinn. Und wenn sich jemand halt nicht so viel Mühe gegeben hat, selbst dran schuld, wie immer. Man kann bei mir theoretisch so teilweise mitentscheiden, ob man etwas gewinnt oder nicht. So, apropos gewinnen. Die Gewinnspielpreise sind jetzt auch fast alle fertig. Ein paar könnt ihr jetzt hier zufällig bei mir im Außengehege sehen. Die sind zwar nicht ganz exakt genauso teilweise wie das, was ihr bekommt, aber vom Prinzip her so ziemlich identisch. Neu zum Beispiel ist dieser Gemüsefutternapf Größe 30 x 30 cm. Der wird von meinen Kaninchen sinnvoll genutzt, wie ihr sehen könnt. Ich hatte ja befürchtet, dass die Kaninchen da sich mal reinsetzen und das Futter trotzdem wieder eingesaut wird, aber das ist nicht der Fall. Ziel sollte es ja sein, so war der Hintergedanke, dass das Futter nicht mehr wild in der Gegend herumliegt, sondern irgendwo halt etwas sauberer bleibt. Weil wenn das hier bei mir, ihr seht ja selber, wie der Boden aussieht, und da habe ich das gestern erst sauber gemacht, auf dem Boden liegt, dann ist das ruckzuck verunreinigt. Die Näpfe hier drüben, die sind jetzt bei mir schon 1,5 Jahre, glaube ich, oder ein Jahr ungefähr im Einsatz. Und die sehen jetzt nicht mehr so schön aus, allerdings funktionieren sie immer noch. Das ist halt toll, finde ich, dass die so langlebig sind. Ist ja alles Massivholz. Die habe ich bisher auch für die Gemüsesachen genommen als Futterschale. Bei den Rüben geht das noch einigermaßen, aber bei gerade so Kraut und so, da fällt das ganz schnell heraus. Deswegen nehme ich die jetzt hauptsächlich für das Trockenfutter und fürs Gemüse diesen da. Hier im Hintergrund könnt ihr meine erste Standraufe sehen. Die gibt es ja auch zu gewinnen. Allerdings sieht die ihr gewinnen könnt, etwas schöner aus als die da. Warum sind jetzt hier so wenig Kaninchen, fragt ihr euch vielleicht? Weil mein Stativ viel interessanter ist und die mussten das jetzt hier gerade erstmal alle untersuchen. Mein Teddy-Kaninchen, das ist auch etwas Neues, sieht jetzt etwas anders aus. Nicht mal ganz so hübsch, finde ich. Aber dafür kann es jetzt etwas sehen. Ich habe nämlich die Haare hier vorne abgeschnitten. Kürzlich ist mir aufgefallen, dass unter dem Kopf, also im Halsbereich, sehr viele wie Rasterlocken waren. Also es war alles verfilzt. Und ich dachte mal, jetzt im Winter wird sich das nicht mehr so sehr verfilzen, weil das Fell ändert sich ja nicht. Aber da habe ich mich geirrt. Ich muss diesen Teddy tatsächlich trotzdem einmal die Woche kämmen. Also wenn ihr euch Teddys zulegen möchtet, das sind sehr pflegeintensive Kaninchen. Im Vergleich zu anderen Kaninchen müsstet ihr halt wirklich regelmäßig kämmen. Einen Preis habe ich noch, da müssen wir aber hier rüber schauen. Bei den Hilderich. Was machst du denn hier oben? Das sind meine Schneekaninchen. Sehr gut getarnt im Schnee. Wie ihr sehen könnt, hat es ja geschneit bei mir. Nicht so viel, es waren insgesamt 5 cm. Das meiste ist schon wieder weggetaut. Hallo Hilderich, Schnurps und Mini Bounty. Das ist immer ganz lustig, wenn ich hier früh reinkomme, sind die in ihren Häuschen. So wie die Kaninchen auch unterschiedlich groß sind, haben die sich von alleine für die unterschiedlich großen Häuser entschieden. Das hier vorne, das nimmt immer der Hilderich, das da in der Mitte, der Schnurps und das da ganz hinten, das kleinste oder am flachsten ist das, da geht immer der Mini-Bounty rein. Alle drei verstehen sich immer noch super, wobei der Mini-Bounty immer noch derjenige ist, der am ehesten verjagt wird. Aber bis jetzt konnte ich keine Verletzungen an den Tierchen sehen, deswegen bleiben die weiterhin hier zusammen. Und hier könnt ihr das sehen. Was ich jetzt gebaut habe, das hat den Zweck, den Futternapf zu etwas höher zu setzen, weil wenn der jetzt hier unten auf dem Stroh steht, ach, was sage ich, Futternapf, das ist der Trinknapf,
dann wird er relativ schnell eingesudelt. Ich habe den jetzt hier seit 2 Tagen nicht sauber gemacht und ihr könnt sehen, das Wasser ist zwar so gut wie alle, aber es ist auch so gut wie noch sauber. Also es ist nicht sehr verunreinigt, was sonst nicht der Fall war. Diese Futternapferhöhung, das ist ein weiterer Prototyp, den ich später vielleicht zum Verkauf anbieten werde, wobei ich das optisch noch ein bisschen anders gestalten möchte. Den gibt es auch zu gewinnen. Und die restlichen Gewinne, da müssen wir in die Werkstatt gehen. Ach ja, eins gibt es noch vorher zu sagen. Mein kleiner Mini-Bounty darf demnächst ein Weibchen von mir begatten. Und zwar die Lilyflo. Dafür habe ich halt den Mini-Bounty mir ursprünglich geholt. Und die Lilyflo, weil ich möchte Mini-Zwergkaninchen weiter züchten und zum Verkauf anbieten. Ich bin ja mal gespannt, ob die dann gefragt sind, weil bisher hatte ich immer nur so Mischlingskaninchen, die waren relativ groß und ja, scheinbar nicht so gefragt. Na, ihr zwei, ihr seid ja immer noch zu haben. Ich wollte euch zwar schon längst ins Internet setzen, hab's aber auch nicht geschafft. Du bist ja ein hübscher Bandit, das stimmt's. Aber du bist auch hübsch mit deinen blauen Augen. Es gibt ja den einen oder anderen von euch, die immer wieder schreiben, ich hätte ja gerne das Kaninchen, aber ich wohne halt leider zu weit weg. Und ja, schöne Geschichte, sage ich immer. Entweder hätte man es gern und man nimmt es, oder man wohnt halt zu weit weg. In meiner alten Werkstatt angekommen, hier seht ihr jetzt 2 Varianten dieser Futterschüssel. Einmal habe ich das etwas kleiner gebaut, das ist jetzt die Maximalgröße, die ich jetzt erstmal bauen kann. Das liegt daran, dass, ihr seht das ja, das ist alles schräg, 15 Grad geneigt. Und wenn man das so zusammenschraubt, ist hier unten das auch schräg. Und damit das gerade wird, muss ich das mit der Abrichte gerade fräsen. Und das muss ich machen, wenn der Rahmen zusammengebaut ist, damit dann die Bodenplatte wirklich bündig hier unten anliegt. Und deswegen muss ich den Napf so über diese Abrichte schieben. Und die Diagonale, die ich maximal halt fräsen kann, sind 40 cm. Und das ist sozusagen die Grenze. Hier auf meiner Tischfräse seht ihr diese Trinknapferhöhung. Ich habe das jetzt hier erstmal so gebaut, dass man das oder dass die Kaninchen das nicht anknabbern können, dass das langlebig ist, und habe das auch angestrichen, damit halt das Wasser, was daneben schwappen könnte, dann nicht gleich das Holz so beeinträchtigt. Das ist ein weiterer Preis. Auch so ein Prototyp, den ich eventuell weiter bauen werde, also serienreif produziere. Alles wieder massiv Holz, wie ihr sehen könnt. Und wie ihr auch sehen könnt, nirgendwo ist ein Nagel oder eine Schraube zu sehen. Denn das ist alles massiv mit Holzdübeln zusammengedübelt und verleimt. Bis auf hier diese Leisten, die sind natürlich mit so kleinen Nägeln drauf getackert und trotzdem verleimt. Ja, und das Besondere ist jetzt hier daran, dass auch ein Trinknapf hier oben Platz findet, rutschfest. Kann der nicht weg, der ist halt hier fixiert. Und somit bleibt auch hier das Wasser frisch und wird nicht so schnell eingesudelt. Das hier unten drunter soll jetzt nicht unbedingt ein Häuschen darstellen, eher so wie ein Tunnel. Hier passt ein Zwergkaninchen rein. Aber ich denke, die Kaninchen werden sich trotzdem freuen, wenn die hier durchflitzen können. Und da das alles massiv Holz ist, relativ schwer, passiert da auch nichts. Das wird nicht umgeworfen, das ist sehr standfest. Da hinten etwas... ja, unliebsam erstmal zur Seite gelegt sind die fast fertigen Standraufen, wobei bloß eine der Preis sein wird. Denn diese Standraufe hat einen Preis von ca. 30, 40 Euro. Und ja, deswegen, ich kann es ja hier nicht übertreiben. Also ich könnte schon, aber ich will nicht, weil ich habe ja noch mehr Preise. Ach ja, da ist es ja. Da hatte ich schon mal angefangen, diese Hölzer zusammen zu zapfen. Was heißt zu zapfen? Ich habe da so Flachdübel reingemacht. Könnt ihr jetzt hier sehen. Und das wird ein Haus-Futterraufen-Kombination. Könnt ihr euch jetzt mit Sicherheit noch nicht vorstellen. Ich kann es mir auch noch nicht vorstellen. Aber wenn es fertig ist, werdet ihr das Teil sehen. Das ist sozusagen der Fast-Hauptpreis. Wobei der Gutschein der Firma Brecker mit einem Wert von 50 Euro kommt diesem Preis nahe. Also ist sogar noch etwas wertvoller, weil das Haus wird wahrscheinlich später so um die 40 Euro kosten, in der Größe, wie ich das baue. Und der Gutschein ist halt, wie gesagt, 50 Euro. Die Firma Brecker hat ja noch einen zweiten Gutschein im Wert von 30 Euro. Dann gibt es noch das Futterpaket von der Firma Süß. Und ich habe noch einen, kann man sagen, Hauptpreis, ein Airbrush-Bild
welches ich direkt auswähle aus den besten Porträtbildern, die ihr mir zugesendet habt. Und da habe ich auch schon eine Gewinnerin festgestellt oder festgelegt, die wirklich mit Abstand das schönste Bild geschickt hat. Was ich euch jetzt noch zeigen wollte, ist, was sich jetzt in meiner Werkstatt geändert hat. Denn das habe ich ja euch letztens gesagt, dass ich die nächsten Wochen hier sehr viel zu tun habe. Da müssen wir wieder rausgehen. Da geht es jetzt hier die Treppen hoch. So, nicht wundern, hier sieht es immer noch total chaotisch aus, weil ich habe hier vorne gerade in dem Bereich viel hingestellt, was ich von hinten vorgeräumt habe. Aber ihr könnt jetzt schon sehen, deutlich mehr Raum geschaffen. So, jetzt stehen die Maschinen schon mal da, wo sie hin sollen, so ungefähr zumindest. Das ist hier die Abrichtdickenhobelmaschine. Da hinten ist die Formatkreissäge mit Tischfräse. Als nächstes muss ich hier oben noch die Lampen alle wieder anbauen, die irgendwann mal jemand demontiert hat. Da habe ich gestern fast 200 Euro dafür ausgegeben, nur für die Lampen. Und dann muss ich noch sehen, dass ich die Maschinen von den Holzpaletten runterkriege. Da weiß ich auch noch nicht so richtig, wie ich das mache. Aber irgendwie wird das schon funktionieren. Jetzt habe ich auch endlich diesen zu verkaufenden Innenstall, der für die Wohnung sehr gut geeignet ist, freigeräumt und euch mal hier aufgebaut, damit ihr sehen könnt, wie er aussieht, welcher Zustand momentan da ist. Der sieht immer noch fast genauso aus wie neu. Ein bisschen schmutzig noch, weil der war ja 2-3 Monate in Benutzung. Die Stange wurde mal angenagt, aber das ist nicht weiter schlimm. Ansonsten ist alles noch super top in Schuss. Zwischendurch habe ich überlegt, ob ich ihn selber behalte. Wenn ich zum Beispiel mal ein kleines Kaninchen habe, was nicht so gesund ist, könnte man das hier in Quarantäne setzen. Aber dann ist mir eine neue Idee eingefallen. Ich habe da was vor, was Neues zu bauen. Mittels einem Tisch, den ich eigentlich nicht mehr brauche. Und damit er nicht weggeschmissen wird, baue ich daraus auch einen weiteren kleinen Stall. Der kommt dann bei mir da drüben rein. Der hier ist halt wirklich eigentlich zu schade für draußen. Das ist halt ein Wohnungsstall, den habe ich extra so gebaut mit diesem Plexiglas. Ja, es gab jetzt auch einen schon von euch. Ich habe den Namen wieder vergessen. Der hat sich bei mir gemeldet, hat 100 Euro geboten, wollte ihn sogar abholen am 27. Hat mit mir einen festen Termin vereinbart und dann hat er sich nicht mehr gemeldet und war auch nicht da. Das finde ich nicht in Ordnung, ehrlich gesagt, wenn du das jetzt sehen solltest. Ich habe kein Problem damit, wenn du mir beispielsweise sagst, du möchtest ihn aus irgendeinem Grund doch nicht mehr haben. Das hätte ich verstanden. Da hätte ich gesagt, ja okay, und ich wäre halt in Gewissheit gewesen. Ja, also wenn jemand den Stall haben will. 100 Euro ist Mindestpreis. Wenn zwei den Stall haben wollen oder drei, müsst ihr euch halt hochbieten, wie ihr das wollt. Könnt ihr in den Kommentaren machen. Das Teil muss halt selbst abgeholt werden. Wenn ich das anliefere, müsst ihr halt die Fahrtkosten bezahlen. Wobei ich jetzt wegen dem Stall jetzt nicht hier sonst wohin fahren würde. Also im Umkreis von 100, 150, vielleicht maximal 200 Kilometer könnten wir uns vielleicht einig werden. Nur zur Info, alleine das Teil hat Materialkosten 140 Euro gekostet. Also das wäre jetzt ein Schnäppchen, wenn ihr sowas gerne haben wollt in der Qualität. Für Zwergkaninchen vielleicht nicht so geeignet. Und wenn, dann nur als kurze Aufenthaltszone, wo die Kaninchen halt frei entscheiden können, ob sie raus oder reingehen. Es ist auf jeden Fall ein Wohnungsstall, weil es ist ja oben auch ein Gitter, wie ihr sehen könnt. Und das Ganze ist wieder mit Belag ausgelegt. Man kann das Brett rausnehmen, man kann das relativ leicht säubern. Falls sich da jetzt kein Käufer findet, werde ich das jetzt demnächst bei eBay reinsetzen und dann mal schauen. So, jetzt sieht das hier wieder einigermaßen ordentlich aus. Das könnt ihr jetzt hier auf den Fotos erkennen. War vor kurzem nicht der Fall, als ich hier diesen Raum da drin ausgeräumt habe. Denn ich musste ja meine Kajaks und ein paar Sachen halt lagern, die vorher in der neuen Schreinerei waren. Heute ist schon wieder so viel Sturm. Ich hoffe, ihr versteht mich. Mein Mikrofon ist nicht das Beste. Weil das Tolle hat ja mein Kaninchen durchgeknabbert, das Kabel. So, als ich diesen Raum leer hatte, kam ich kurzzeitig auf den Gedanken, diesen doch als Kaninchengehege zu nutzen. Das sind gut 30, 40 Quadratmeter übelst geile Fläche gewesen, die hier zum Vorschein kamen. Und ich konnte mir gleich vorstellen, wie es wäre, wenn man das ringsherum mit so halt Holzstellen ausstattet, die halt dann so gebaut sind, dass die Kaninchen halt jederzeit runter können und diese Fläche nutzen können. Aber wie gesagt, ich brauche ja die Lagerfläche irgendwie, denn da drüben habe ich jetzt keine Lagerfläche mehr und deswegen musste ich mich jetzt zwangsläufig dafür entscheiden, das so zu machen. Auf jeden Fall ist jetzt hier ein kompletter Container, 3 Kubik, voll mit Müll, der heute oder morgen noch mein Grundstück verlässt. Da habe ich mich ja total unterschätzt, wie immer. Ich glaube, ich kann nochmal einen 5 Kubik
Container bestellen, um den restlichen Müll zu entsorgen, der hier überall noch über die Jahrzehnte sich angesammelt hat. Meinen alten Holzschuppen hier hinten, den ich irgendwann mal abreißen wollte, der reißt sich momentan von alleine ab. Das Holz ist jetzt mittlerweile so morsch, dass es hier zusammenstürzt. Ich habe da jetzt alles hier rausgeräumt, was hier noch brauchbar war, und habe das auch woanders gelagert. Und ja, das muss ich jetzt bald irgendwann mal wegreißen, denn hier soll ja später mein Hühnergehege hin. Apropos Hühnergehege, da habe ich doch spontan eine Idee gehabt. Das mache ich nämlich so, das ist total cool. Müssen wir uns mal hier durchkämpfen durch das Gestrüpp. So, und hier seht ihr jetzt einen Container, den habt ihr bis jetzt immer bloß von außen gesehen. Und ich möchte jetzt mal behaupten, wenn ich das hier alles noch rausmache, das werde ich nachher noch tun. Hier war nämlich auch ganz viel Zeug reingelagert, was ich jetzt im Container habe. Und muss das hier noch rauskehren. Dann ist das eine gute Basis für einen Hühnerstall. Also ich kann mir das total cool vorstellen oder gut vorstellen, das hier innen drin halt alles zu verkleiden. Hier unten auch schön verkleiden. Dann mit Silolack einstreichen wahrscheinlich. Mal sehen, habe ich mich letztens mit jemandem unterhalten darüber. Das meinte, das ist super gut, dass man halt das Holz langlebiger versiegelt. Und dann wird das hier vorne verkleidet irgendwie mit so einem Sheet, wo dann die Hühner raus können. Und dann brauche ich bloß noch einen Auslauf und ich habe hier einen perfekten Hühnerstall. An der Seite befindet sich so eine Schiebetür, die funktioniert. Das Fenster da, das muss ich dann noch erneuern. Ansonsten denke ich, haben hier schon locker vielleicht 5-6 Hühner drin Platz. Wenn ich dann hier so ein paar Stangen drauf baue, hinbaue, wo die dann drauf sitzen können. Und irgendwie unten drunter noch so ein Sheet, wo die dann halt drauf machen können. Dann sollte das funktionieren. Weil in diesem Jahr soll es ja soweit sein, da ich ja weniger auf Montage fahre. Ah, der Sturm, ich hasse Winter. Was hat Winter Schönes an sich? Eigentlich nur eins, was mir einfällt. Umso kälter und umso widerlicher der Winter ist, umso mehr freue ich mich auf den Frühling und Sommer. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Habe ich wieder vergessen. Auf jeden Fall, dieses Teil wird mein Hühnerstall. Und wenn ihr wissen wollt, was das mal war, das war ein Prinzchenaufbau von einem kleinen DDR-Fahrzeug oder LKW. Meine Kaninchenvilla, die ist ja jetzt nun auch schon eine Weile bei Minusgraden hier draußen im Einsatz. Und die Kaninchen scheinen damit klarzukommen. Die verstecken sich nämlich meistens hier in dieser Box. Dann seht ihr jetzt auch meinen kleinen Lilifloh, die bald begattet werden soll. Ja, Fienchen hat sich irgendwo anders versteckt. Die habe ich aber heute auch schon gesehen. Und ich musste feststellen, das Wasser gefriert trotzdem relativ schnell. Also wirklich eine Dämmwirkung hat diese Villa noch nicht. Trotz, dass ich dieses Styropor jetzt hier reingemacht habe. Ist aber auch logisch, weil die ist hier voll im Wind, steht die. Von hinten kommt der Wind angepfiffen und knall dagegen, auch von unten kann der rein. Deswegen werde ich die zukünftige Kaninchenvilla, das habe ich ja schon mal angekündigt, etwas anders bauen. Die wird halt auch doppelwandig mit Styropor allseits gedämmt und möglichst für denselben Preis wie das, was ich jetzt hier realisieren wollte. Zum Abschluss dieses Videos können wir ja noch mal kurz in den Garten gehen. Wintertypisch bei mir zumindest, sieht es immer etwas chaotisch aus. Hier in dieser Tüte befindet sich die Terra Breta, die ich letztens mitgebracht habe. Und mein Teich ist ziemlich zugefroren, bei minus 5 Grad nicht verwunderlich. Und die Eisfreihalter, das sind halt so Styroporteile mit einem Luftschlauch dran. Und da oben befindet sich eine Pumpe, die halt immer Luft da rein blubbern lässt. Und das funktioniert eigentlich immer ganz gut. So ab minus 10 Grad wird das grenzwertig, dann friert das meistens zu, muss man etwas nachhelfen. Meinen Marktstammkohl habe ich mittlerweile alles komplett verfüttert. Den muss man nämlich rausmachen, weil der ist nicht frosthart. Hingegen der Grünkohl, der ist sogar winterfest. Das kann man jetzt hier gut erkennen. Die Blätter sind alle noch am Leben, grün, und wachsen sogar nach. Und das bei Minusgraden. Wenn da ein bisschen Schnee drüber liegt, ist das sogar gut, weil das schützt die Pflanzen vor eisigen Temperaturen. Gehen wir noch mal kurz in das Kaninchengehege. Da habe ich nämlich meine Videotasche liegen lassen. Ich befürchte, dass die Kaninchen diese jetzt wieder auseinander gerupft haben. Übrigens werde ich dieses Jahr keine Vorsätze für das nächste Jahr, was ich hier alles verändern werde, preisgeben. Weil, wenn ihr euch erinnern könnt, letztes Jahr habe ich noch gesagt, dass ich diese Bäume,
verschneiden möchte oder kappen möchte, weil die halt krank waren, extrem nadeln. Und dass ich das auf jeden Fall 2016 machen werde. Und was habe ich nicht gemacht? Richtig, die Bäume stehen immer noch da. Und deswegen werde ich jetzt nicht so viel sagen, weil am Ende kommt es sowieso anders, als ich denke. So ist das immer, wenn ich hier reinkomme. Dann kommen die mir immer entgegengehoppelt und denken, irgendwas gibt's hier. Ja, es gibt auch was, nämlich Schnee. Das habe ich jetzt schon öfters beobachtet, dass meine Kaninchen gerne Schnee fressen. Apropos Schnee, Schneewittchen wollte gerade flüchten, meine Kleine. Und heute hat sie auch diese störenden Atemgeräusche gar nicht. Das kommt und geht. Also nicht weiter schlimm. Die hat es jetzt schon wirklich sehr lange und lebt immer noch. Und das ohne Tierarztbesuch. Oh, meine Tasche ist noch unversehrt. Und wie ihr sehen könnt, sitzt immer noch kein Kaninchen in diesem Napf. Und das Futter befindet sich noch da drin. Das funktioniert tadellos. Ich bin begeistert. Gestern habe ich das ja alles frisch gemacht. Im Winter bekommen die etwas mehr Stroh. Das sind gut 10 cm Stroh, was hier drauf liegen. Den fressen die dann natürlich auch ziemlich schnell weg. Und dann wird halt ein bisschen nachgestopft. Und jede Woche mache ich das dann frisch. So, genug gelabert. Und ich denke, ich mache dann noch ein zweites Video später heute Abend. Und werde euch noch ein paar von den Briefen präsentieren. Da waren richtig ein paar tolle dabei. Und ich möchte einfach mich nochmal bedanken für die vielen Zuschriften. Und das mache ich in einem separaten Video. Also, bis später. Tschüss, sagt Jörg.